Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat sind die Angel- und Fischereiverbände ein sehr wichtiger Baustein, auch im Bereich Naturschutz, Naturbildung. Junge Menschen werden, das ist auch völlig richtig dargestellt worden, ganz früh an die Natur herangeführt, lernen sie zu schätzen und zu lieben und auch den respektvollen Umgang auch mit entsprechenden Tieren, auch wenn man sie für den Nahrungsverzehr tatsächlich fängt und tötet, dass dies mit Respekt und mit der entsprechenden Sorgfalt und Sicherheit passiert. In der Tat ist die Prüfung eine sehr wichtige und auch eine anspruchsvolle, aber auch Landtagsabgeordnete können sie bestehen. Der Kollege Hocker beispielsweise hat es bestanden, ist inzwischen sogar Präsident des Fischereiverbandes geworden und hat auch eine Frage, der Kollegin Staute, wie viel Bartel eine Quappe hat, richtig beantworten können. Insofern, dass wir uns mit dem Thema Fischerei und Angeln auseinandersetzen, ist ganz gut und richtig. Und bloß weil es von der AfD kommt, muss der Hinweis, dass man sich über das Alter Gedanken machen soll, ja nicht falsch sein, sondern wir finden den Hinweis entsprechend bedenkenswert und wir sollten mit den Fischereiverbänden darüber auch ins Gespräch kommen. Denn dass es in Deutschland überall unterschiedlich geregelt ist, das deutet ja schon darauf hin, dass man sich vielleicht mal Gedanken machen müsste, ob wir in Niedersachsen heute noch auf der Höhe der Zeit sind, was entsprechend die Altersgrenze tatsächlich angeht. Von daher sind wir sehr offen für die Beratung, ob es dann der AfD-Antrag ist oder ob man ihn noch mal ändern muss. Ich glaube, wir werden ihn ändern müssen, aber dazu wird die Kollegin Staute wahrscheinlich noch einiges sagen. Wir wären jedenfalls für Änderungen und am Gesetz sehr offen. Herzlichen Dank. Danke, Herr Bode. Jetzt hat das Wort für Bündnis 90.